Skelette, die es irgendwie, naja, wie soll ich sagen, verkackt haben und es nicht geschafft haben, ein richtiges Skelett zu werden. Jetzt kommt da auf jeden Fall gleich einer raus. Rund. Ja, fast schon gruselig rund. Okay. Oh, der hat einen Pfeil in seinem Knie gelegt. Das tut nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das blockiert ganz schön das Knie. Hey, was geht denn jetzt ab? Geister, Dolche und Kleidung. Also das finde ich doch mal sehr fragwürdig. Hier, habt ihr nicht drauf? Da sind blöde Linien. Da haben sie was blöd zusammengesetzt. Oder nicht 100% passend. Ich höre Schritte. Ah, da sind Bogenschütze. Hallo? Bogenschütze. Okay, wir können durchaus runtergehen. Hier ist nichts weiter außer die Truhe. Also verpassen wir woanders nichts, weil wir eh noch dahin müssen. Der hat Zwergenpfeile. Und der verschwendet die auch nicht. Oh, und der hatte zwei Pfeile im Kopf über Kreuz. Hat er Pfeile von seinem eigenen Körper eingesammelt, um sie zu benutzen? So sah es nämlich aus, weil der hatte ja gar keine Zwergenpfeile. Der hatte ja nur Nordpfeile, wie sich's gehört. Zwergenpfeile muss er ja anders her gehabt haben. Müssen, wenn jetzt wieder Geister auftauchen, kriege ich wieder auf die Omme und die brennen auf jeden Fall nicht. Interessant. Und runterfallen tun sie auch nicht. Da ist ein Tisch und da ist der nächste Geist. Alles klar. Arondils Tagebuch. Gut. Jetzt gehört er mir. Ach, da ist er durch. Das war schon alles. Oh, ich hab's nicht drauf. Okay. Ist das schon alles? Der hat einen gehörnten Helm auf. Der ist vielleicht cool. Das ist ja witzig. Magischer Pfeil, Quecksilberbahn. Der hat einen Elfenbogen dabei. Wieso kriegt er seine bescheuerte Rüstung nicht? Mist.
Das ist ja echt nervig. Da dachte ich jetzt, ich würde einen schön aussehenden Helm bekommen für meine Sammlung. Was passiert? Nichts dergleichen. Wieso laufe ich eigentlich immer tiefer hier rein? Das muss doch nicht sein, oder? Immer tiefer und tiefer. Moment. Das ist ein sehr, sehr großer menschlicher Schädel. Tagebuch Teil 3. Tag 21. Ja, ich nehme mal an, dass jetzt Teil 4 noch kommt, irgendwo. Das ist ein sehr großer Schädel. Inkfield Thronsaal. Wie wär's, wenn ich... Ach, okay, also auf dem Rückweg bin ich ja eh noch mit anderen Dingen, mit den anderen Wegen beschäftigt. Dann brauche ich das jetzt nicht zurückzurennen und dann nochmal. Okay. Der Weg ist definitiv zu, auch wenn es strange aussieht. Das könnte man da fast durchgehen. Wow. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wow. Da ist auf jeden Fall der Geist dieser komischen Tante Was? Schon wieder. Okay. Lassen wir die Spielchen. Genau. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Der Kerl ist nicht ganz so einfach. Was? Das ist nämlich ein Zwischenboss. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wirklich? Wo ist mein Pfeil hin? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Versteck dich. Naja, es geht. Okay. Das ist nicht gut. What the f... Okay, habe ich irgendwie einen Zaubertrank der Eisresistenz? Das wird es einfacher machen. Und natürlich mehr Leben, Kräfte, Magika, Regeneration, starke Ausdauer, starke Heilung, starke Magika, Stärke, Tarnung, Berserker, Beschwörer, Heiler, Krieger, Scharmützler, Verteidiger, Volltreffer. Mist. Dem Kerl muss ich wirklich irgendwie aus dem Weg gehen. Gefühl bei dieser Sache. Okay. Sind beide da. Okay, ich habe eine Idee. Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre das echt cool. Dafür musst du... Ich bin direkt hinter euch. Ich bleibe hier und passe auf. Aus dem einfachen Grund, weil ich das ja nur allein durchziehen kann, weil die andere ja dann gesehen wird. Wo ist er denn? Geist sehe ich. Ah, er sitzt auf seinem Thron. Der ist so braun angezogen, deswegen habe ich den nicht erkannt. Ich muss niedriger zielen. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal... Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Glück
gehabt. Jetzt dauert es natürlich einen Moment, bis er wieder auf seinem Trönchen da sitzt. Und ich muss auf den Brustkorb ziehen, anstatt den Kopf. Und ich darf nicht verziehen. Jetzt ist die Frage, dreifacher Schaden bei ihm oder bei ihr? Ich denke mal, bei ihr war es einfacher. Oh. Hier, du! So. Just. Keine Spur von ihnen. Klar. Vielleicht von noch weiter hinten? Oh. Der Geist ist schnell, vielleicht sollte ich's. Ich gebe euch Deckung, wie ihr wünscht, Tane. Vielleicht sollte ich bis zur Tür fliehen. Von hier aus. Bis zur Tür. Für den Fall der Fälle. Das Schild wird mir nichts bringen. Geben auf. An der Ecke geben sie auf. Meine Fantasie mit mir durchgegangen. Junge, Junge, habe ich da ein Glück, dass sie da aufgeben. Dann kann ich zumindest schon mal den Geist besiegen, wenn er denn da wieder auftaucht. Die laufen nur bis hierhin. Sehr interessant. Jetzt sehe ich sie natürlich nicht. Ah, da kommt der Geist. Okay. Hoffentlich versteckt er sich jetzt nicht hinterm Thron. Der Kerl steht auch schon wieder da. Gibt noch mal ein paar schöne Punkte aufs Schleichen. Bleiben da stehen. Ist da jemand? Oder auch nicht. Wow. Das war echt knapp. Der stand hier. Nach dem Punkt muss der ungefähr hier jetzt gestanden haben. Krass. Ist da jemand? Gehört haben dürft ihr mich ja nicht. Doch niemand hier. Das Problem ist eben, er ist sehr stark. Ich habe keine Frostresistenz und mein Schrei muss ihn treffen, damit wir mit ihm schneller fertig werden. Oder besser. Ist die Frage, wo ist er? Ist der Kerl. So. Ich glaube, das war ein Kopftreffer. Das diesmal war es mehr Schaden. Ist da jemand? Nicht bewegen. Gut, sie gehen beide jetzt schon wieder zurück. Das gibt extra Punkte auf Schleichen. Ich hab etwas gehört. Der steckt ein Pfeil im Kopf. Als ob man da nichts hören würde. Wie gesagt, jetzt wären so Feuerbälle eigentlich ganz geil, die man auf gerader Linie durchballern kann. Aber naja. Gut, jetzt haben wir gleich den Geist besiegt. Dann fehlt nur noch der Kerl auf seinem Thron, den man hier so schwer nur erkennen kann. Aber ich sehe immerhin sie. Besser gesagt, den Geist, der so schön leuchtet. Okay, er bewegt sich nicht. Ja, das hatte ich mir schon gedacht.
Ich bin wieder versteckt. Gut. Der Geist ist schon mal tot. Okay, er geht zurück auf seinen Thron. Ich erkenne ihn sogar fast noch von hier aus. Auch nur fast. Tja. Das ist nicht schlecht. Nur nicht wegen... Oh, der hat früher aufgehört, sich zu bewegen diesmal. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Hä? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Das würde ich jetzt auch sagen. Setz dich mal wieder auf deinen Thron. Ich will dir noch einen Pfeil in deinen Kopf jagen. Jetzt könnte ich eigentlich mal... Waffen. Oh, stimmt. Ich wollte ja das andere Schwert ausprobieren. Und Eisenpfeile, nein. Orkische Pfeile. Zwergenpfeile. Dann nehme ich mal die Zwergenpfeile. Die sollten ja jetzt noch mehr Schaden anrichten. Dann noch drei Fahrschaden. Das müsste seine... Verdammt. Schwer. Das müsste seine Brust sein. Oh, die ziehen tatsächlich um einiges mehr. Hohoho, ich sollte die Eisenpfeile mal langsam verschießen. Jetzt wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so schwer, gegen ihn zu kämpfen. Arondil. Hallo? Wer ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Tja, lieber Arondil, einen Fall kriegst du noch und dann besiege ich dich im Kampf Mann gegen Mann. Das war jetzt überhaupt nicht das, was... Oh, dann könnte ich sie ja schon gleich mitnehmen. Dann ist es ja egal, wenn er mir dann entgegenkommt. Direkt der Drachenschrei. Wir brechen auf. Wie ihr befehlt, Tane. Danke für dein Vertrauen. Wo ist er? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Bis hierhin können wir ja locker gehen. Wo ich gerne diesen Nebel da weg hätte. Ah, okay. So, kristallklare Sicht. Das ist merkwürdig. Oh ja, jetzt haben wir ihn. Ebenerzklinge. Was? Ein Eindringling? Angriff, meine Süßen! Wow, shit! Wo kommt das her? Oh. Okay. Okay. Dafür muss ich mir noch... schwächere Gegner suchen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wieder. So. Komm her. Gut. Komm, Deckung. Bin immer noch da. Ich bleibe hier und passe auf. Aufpassen ist zwar nicht so unbedingt nötig. Da kommen sie. Ist da jemand? Jetzt wären sowas wie Brandpfeile tatsächlich sehr schön. Ich hätte etwas gehört. Aber leider... Ich weiß...
Handpfeile gibt's hier irgendwie nicht. So ein Mist, jetzt hatte ich es beinahe so weit. Ich hätte ihn